Vor ungefähr 6 Jahren gab es in Amerika, in Brooklyn, 2 jüdische Freunde. 2 Kaukasen waren das. Beide ungefähr im 30. Lebensjahr herum. Die waren so gut befreundet, Javerin, die waren so gut befreundet. Die haben von einem Teller gegessen. Die sind miteinander aufgewachsen. Die haben von einem Chickpackel geraucht. Die haben dasselbe Gewand getragen. Die haben sich das Gewand getauscht. Die haben gemeinsam sogar im Bett geschlafen. Bei ihm, einmal bei ihm, einmal bei ihm, einmal bei ihm. Und die sind beide in armen Verhältnissen aufgewachsen. In Brooklyn, in Amerika, in New York. Eines Tages, was passiert? Eines Tages, einer von diesen Freunden geht in der Nacht schlafen. Die traut, alles gut. Ich wünsche dir was, Bruder, ich liebe dich. Gute Nacht. War schön wieder mal, schön mit dir. Super Tag. Er geht nach Hause, geht schlafen und in der Früh steht er nicht mehr auf. Mensch, Loschim, 30 Jahre jung. Katastrophe. Ganz Brooklyn in Schock, die jüdische Gemeinde alle in Schock und so weiter. Jetzt gibt es ein Problem. Die kommen aus was für Verhältnissen? Die kommen aus armen Verhältnissen. Es gibt kein Geld für einen Grabstein. Es gibt kein Geld, nicht einmal für einen Platz im Friedhof. Das ist nicht so einfach. Dieser eine Freund selber, Bekoshi, was zum. Er hat gesagt, ich werde alles auf mich nehmen. Ich werde ihm. Er hat Schulden genommen, hat für seinen Freund, Tachivu Tov Mawasa, das ist ein richtiger Moschina. Er hat für seinen Freund diesen Platz im Friedhof gekauft. Er hat für seinen Freund einen Grabstein gekauft. Er hat 12 Monate alle Ausgaben von Askara auf sich genommen. Er hat Nachtjobs angenommen, um es zu finanzieren. Er ist nur ein Freund, er ist nicht einmal sein Bruder. Er hat alles, Kaddish, alles hat er gemacht. Warum zeige ich keine Kinder? Er hat alles gemacht, bis Ende des Jahres. 12 Monate, Tag ein, Tag aus. Mincha, Shacharit, Arvit, Shabbat, Kippur, alle Feiertage, alle Askarot, immer Kerz, alles machst du klar. Das Jahr vergeht. Am nächsten Tag, wo das Jahr vergeht, er ist fertig mit Kaddish, stirbt der zweite Freund. Und was machen wir jetzt? Und er hinterlässt nur eine Mutter. Das war's. Er hat niemanden, er hat nur eine Mutter allein, aus armen Verhältnissen. Die leben, weißt du, so, die können nichts auf die Seite geben, die zahlen gerade mal die Miete, ein bisschen was zum Essen, da und dort 2, 3 Zwiebeln, eine Tomate, so ein Verhältnis. Das ist alles Luxus, alles ist selbstverständlich. Und wir sagen nicht einmal Danke unseren Müttern. Jetzt, Hevre, wir müssen uns vorstellen, alle, die ganze jüdische Community kommt, die ganze, vielleicht ein Teil, und der Verstorbene wird gewaschen. 3 Stunden lang befindet sich er in diesem Zimmer, wo man den Toten wäscht. Und man kann ihn nicht raustragen. Warum? Keiner kann das finanzieren. Es ist keiner da, um es zu finanzieren. Kommt eine Frau, eine ältere Frau, und sagt, Moment, warum wird er nicht zu Grabe getragen? Was ist los mit euch? Maka, what happened? Warum bringt ihr ihn nicht zu Grabe? Was ist los? Die sagen, die sind noch nicht in Verbindung oder so, die haben noch keine Abmachung mit Chava Kadisha wegen dem Grabplatz. Er hat kein Grab, er hat kein Geld. Wir wissen nicht, was wir machen müssen. Und sie schaut, sie denkt, sie sagt, ich habe meinen Platz. Ich liebe diese Frau, ich habe diesen Jungen so geliebt, er war so ein guter Mensch. Ich habe gesehen, was er gemacht hat, seinem Freund, wie er investiert hat, seine Zeit, seine Kraft, seine Energie, sein Geld. Und ich liebe diesen Jungen so sehr, ich bin gut mit seiner Mutter befreundet, ich bin bereit, meinen Teil, was heißt mein Teil? Meine Chelka, meinen Platz, wo ich beigesetzt werden muss in ein paar Jahren, bin ich bereit, meinen Platz zu geben. Warum? Wo haben Sie einen Platz in diesem Friedhof? Sie sagt, ich habe einmal ein Buch gelesen von Rabbi Milubavitch, Sefer Barhava Aslacha, so heißt das Buch. Und ich habe dort gelesen, dass es eine Skula ist, wenn man sich einen Grab kauft im Leben, wenn man lebt und sich einen Grab kauft, ist das eine Skula, la Rechut Yamin. Und ich habe das gemacht. Und ich habe das so gelassen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, ich sehe, er hat niemanden, ich gebe mein Teil her. Alle weinen, die Mutter weint, alle weinen gesehen. Das ist so, sie merken jetzt. Sie nehmen ihn
Yosher beseter eleon betzel shaddai etunan mitzukim mitweinen. Sie bringen ihn zu seinem Platz. Wo ist sein Platz? Genau neben seinem Freund. Genau neben seinem Bruder, seinem Freund, um den er sich gekümmert hat, 12 Monate. Kaddish und alles gemacht hat. Kadosh Baruch Hu sagt, du machst deinem Freund was Gutes. Du machst dem Nächsten was Gutes. Ich werde dich nie vergessen. Und ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich schreibe alles auf. Und ich werde dich nie, sagt Kadosh Baruch Hu, im Stich lassen. Du hast nur eine Aufgabe. Rede mit mir. Wenn du mit mir redest, dann zeigst du damit, dass ich existiere. Du zeigst diesen Vertrauen, diesen Glauben. Es gibt Kadosh Baruch Hu, ich rede mit dir. Kadosh Baruch Hu, rette mich. Hilf mir. Ich bin in einer Situation, ich weiß, was ich machen soll. Ich will nicht dieser Mensch werden. Ich will nicht so ein schlechter Mensch werden. Ja, ich weiß, ich habe die schlechten Angewohnheiten. Ich kann mich manchmal nicht beherrschen. Wann es manchmal Stress gibt in der Arbeit, dann schreie ich auf einmal diesen Kollegen an. Bitte hilf mir, Gott, besser zu sein. Natürlich wird er helfen. Aber wann wird er anfangen zu helfen, weißt du? Wenn du bereit bist, dich zu ändern, wenn du selber deine Eigeninitiative ergreifst und anfängst daran zu arbeiten, dann kommt er mit seiner Hilfe.